Moin Leute, ich treffe mich heute mit Sven Baker und wir tauschen uns so ein bisschen über DJ-Sachen aus und wir trinken auch ein paar Cocktails. Seine Bahn kommt gleich und so lange warte ich jetzt noch. Guck mal, warte mal, da ist er. Yeah. Wir trinken heute ein paar Cocktails, würde ich sagen. Und tauschen uns über ein paar DJ-Themen aus. Ja, sehr gut. Sehr cool. Aber es ist ganz schön hell, ne? So, wir sind hier im Boleros und trinken ein paar Cocktails. Das ist ja ein Bacardi Mojito. Was hast du? Ein Touchdown. Und das war schon die letzte Runde, deswegen mussten wir ein bisschen auf Vorrat bestellen. Das ist ein Tequila Sunrise. Und ja, ich dachte mir thematisch, was ist deine Lieblingslocation in Bremen und Niedersachsen und so? Wo man richtig gute Hochzeit feiern kann. Das ist natürlich das Grand Central. Ein alter Bahnhof umgebaut, mega nice. Da kann man richtig gut eine Hochzeit feiern. Kein Nebel erlaubt. Ja, kein Nebel erlaubt. Klar, es gibt immer früher und wieder, aber dafür hat man so ein schönes Ambiente. Warst du schon mal im Gut Altona? Gut Altona, ja. Das ist ja aber natürlich nicht direkt an Bremen in der Umgebung. Auch Niedersachsen meine ich. Ja, also Hof Speers. Mega nice. Hast du das schon mal? Ja. Hof Schwers war ich noch nicht. Das ist auch so Dödling. Oder gut Altona, ne, die Scheune. Ich meine, das ist das, was wir Scheune, davon sprechen. Wintergarten und dann haben die ja hinten auch noch. Ist auch super nice, oder? Ja. Definitiv. Ja. Also da kann man schon richtig gute Attacke geben. Ne? Keine Lautstärke, Begrenzung, niemand in der Nähe. Man darf seine eigene Anlage aufbauen. Das ist mega nett. Nebel ist erlaubt. Ne? Also man kann sich da wirklich voll ausleben. Ne? Und also, ich würde auch nie eine Location aufzählen, wo das Essen nicht stimmt, oder? Nee, das stimmt schon. Und wir haben schon einige Locations. Und das Ambiente. Es gibt halt diverse Locations, wo das i-Tüpfelchen definitiv gegeben ist. Da kann man auch den Nordholzer den Hof nennen. Warst du da schon mal? Nordholzer Hof? Nordholzer Hof, genau. Nee, der, noch nicht. Nordholzer Hof ist richtig gut. Wo ist der? Gandersee vorbei, glaube ich, Richtung Hude oder so. Oder? Okay. Genau, Ortschaft weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber der ist auch richtig schön. Also Gandersee muss man ja auf jeden Fall auch nennen, das Hotel Wackenköder. Ja, definitiv. Sieht von außen sehr pfui aus, aber von innen doch ruhig, ne? Definitiv. Also ist auch alles erlaubt, ne? Lautstärke, ja. Nebel, Essen ist gut. Gerade, die haben ja wir haben ja zwei Möglichkeiten zu feiern. Ich war jetzt nur in diesen rustikalen, war es auch schon mal in der anderen Räumlichkeit. Ja. Nee, bei der war ich noch nicht. Ich war vorher in der Köhlerdiele. Genau. Dreimal so, bestimmt. Genau. Dieses rustikale ist das, ne? Ich finde die recht schick. Und die hat ja auch sogar Klimaanlage, ne? Für warme Tage. Zwei Klimaanlagen oben an der Decke. Echt krass, hab ich gleich gesehen, ne? Manchmal ist das schon zu kalt. Weißt du, ich heiz die Leute mal so ein, die frieren nicht. Ja. Und dann finde ich auch sehr nice in Oberneuland den Le Krophof. Auch zum Feiern. Ist klein, aber geil. Klein, aber oho, ne? Ja. Ja. Aber was da brauchst du. Je kleiner die Tanzfläche, desto besser, oder nicht? Das ist der Vorteil. Klar, da brauchst du eine zweite Box natürlich, ne? Damit du für den Essbereich da so ein bisschen. Ja, Weil du warst ja klar, so ein bisschen räumlich abgetrennt. Also das kann man aber definitiv. Das geht ja über Funk. Ganz gut. Definitiv. Brauchst ja kein Kabel legen. Über die 20 Meter. Nicht mehr. Nicht mehr, ne? Nee. Jetzt neu, ich war gestern im Hotel Töles. Da war ich noch nicht. In Nienburg. Und das sieht von außen absolut voll aus. Also richtig schlecht. Aber innen richtig krass gut renoviert. Da kannst du auch alles Gas geben und Nebel machen und eine richtig gute Party feiern. Essen war richtig top, die haben gegrillt. Und draußen war die ganze Zeit Regen. Es hat nur geregnet. Es war die erste Hochzeit, die komplett verregnet war. Heftig, ey. Scheiße, echt, ja. Das hatte ich halt auch gestern, da war ich auch unterwegs gewesen. Und die war auch komplett verregnet, ne? Ja, war total Hattest verregnet. Du schon mal so verregnet? Nee, so verregnet. So verregnet hat er noch nie. Definitiv. Also es gerade hat ja nicht aufgehört. Nee, hat gar nicht aufgehört. Und die hatten auch eine freie Trauung gehabt und da ist ja auch Plan B dann gewesen, dass das in der Location gemacht wird. Aber zum Glück in einem separaten Raum, dass sie auch in Ruhe aufbauen konnte. Ja. Das ist ja auch so, wenn der Plan B ist, dass das in der Räumlichkeit ist, wo du dann deine Technik aufbaust, ist ja natürlich schlecht. Wenn du Regen hast, hast du auch immer, der Plan ist komplett gesprengt. Gäste sind schon 16.30 Uhr da, statt 18 Uhr. Ist okay, brauchst du auf. Scheiße. Ey, ich meine. Siehst du zu, dass die Musik läuft? Ja, vor allen Dingen hat man ja noch nicht seine
seine Feierklamotten an, sondern... Man verschwitzt das T-Shirt. Genau, die Aufbauklamotten, man zieht sich ja nachher erst auf, macht sich dann nochmal schick. Dann begrüßt das Paar, ist noch komplett verschwitzt. Ja, ne, das ist immer gut schön. Ne, sag, sorry, bin noch nicht umgezogen. Genau, ja, kenn ich. Sonst, was müssen wir denn noch nennen? Aber deine meisten Location, wo du auflegst, ist ja wahrscheinlich auch nicht in Bremen, sondern außerhalb, ne? Ja, Niedersachsen, Och, oder? Also wenn ich jetzt das meiste nennen müsste, wäre Oberneuland an sich. Aber gut, immer am See ist natürlich auch ziemlich oft. Aber das ist das Bürgerpark. Ja. Aber ich habe tatsächlich erst einmal am See. Echt krass, ne? Also einmal am See ist schon fast mein zweites Wohnzimmer. wir werden natürlich sehr vielseitig gebucht und es überrascht mich immer wieder, wie viele Locations es eigentlich gibt. Und teilweise ist das so, dass ich da zum ersten Mal bin oder zum zweiten Mal. Man kann ganz ja, oft. Man kann ja wirklich erst sagen, oh, mega Hammer Location, wenn man da mindestens zweimal gewesen ist. Mhm. Also, gut, beim einmal kannst du auch schon sagen, aber dann hast du einen ersten Eindruck, aber beim zweiten Mal verfestigt er sich. Und also ich werde so oft für irgendwelche Locations gebucht, habe ich noch nie gehört. Denke ich, auch geil, erstmal hin, überraschen lassen. Und, ja. Also es gibt schon sehr viele Locations. Ja. Hast du No-Go-Locations? Ja. Also nee, Locations, die du sagst, da lege ich nicht auf, sorry. Nee. Ich habe die. Tatsächlich noch nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, hier Parkhotel, willst du da für uns auflegen, machst du. Hast du schon schlechte Erfahrungen mit gesammelt? Zweimal. Und das dritte Mal gehe ich da nicht wieder hin. Und im Prinzip hätte ich schon nach dem ersten Mal sagen müssen, ist nicht. Möchtest du dir jetzt sagen? Oder? Ja, also um 12 Uhr sagen die Bass draußen leise machen und das Hintergrundmusik. Und dann ist es so leise, als dass du keine Chance hast, die Leute auf eine andere Weise am Zappeln zu halten. Also mit dem Bass raus, das kenne ich tatsächlich auch von manchen Locations, gerade wenn Hotelbetrieb da noch ist. Das ist natürlich, wenn auch andere Gäste noch in dem Hotel schlafen, ist immer ein Risiko. Bei einer Location zu feiern, wo ein Hotel, also das eigentlich ein Hotel ist. Aber normalerweise ist das ja ein Hotel, wo dann nur die Gäste schlafen, die auf der Hochzeit sind. Und dann finde ich das eher ein bisschen, da muss man auch nicht den Bass rausrennen. Nee, also dann geht das ja, also Hotel Tölis und etc. Es geht überall, Backenköhler, was weiß ich, das ist ja überall ein Hotel dran. Genau, ist, ja. Aber da kannst du halt laut sein, wie du willst, weil da schlafen eh nur Leute aus auf einer Hochzeit. Genau, da kann man die Attacke geben, aber die wissen das schon. Parkhotel ist, und ich hatte jedes Mal um 23:45 war die Party vorbei. Und die Braut war nicht begeistert. Ja, aber das ist ja dann entsprechend kommuniziert worden natürlich. Und, aber da muss man... Nicht so richtig. Gar nicht. Okay, aber dann bist du der Buhmann erstmal gewesen? Schon. Also nein, nicht wirklich. Die haben natürlich nicht gesagt, hey Nick, was war los? Du bist irgendwie schuld oder so. Aber du hast halt unzufriedene Kunden. Und du hast halt nicht wirklich das Erlebnis, was du hattest, wenn du glückliche Kunden hast. Also gerade so eine Hochzeit ist ja... devastating, wenn du die abbrechen musst. Ja klar, definitiv. Und so eine Hochzeit ist der wichtigste Tag im Leben, kann man auch nicht wiederholen. Jede Hochzeit ist der fucking Super Bowl. Ja. Und überleg mal, wenn jeder DJ sagen würde, nee, sorry, Parkhotel mache ich nicht, dann überlegen sich die Kunden doch 10-mal nochmal wirklich Parkhotel zu nehmen. Ja, aber in der Regel ist es so, das weißt du auch, zuerst buchen die Kunden, die Brautpaare natürlich die Location und im Anschluss wird der DJ gebucht. Und wenn man dann natürlich sagt, ne, sorry, da lege ich nicht auf, aus den und den Gründen, klar, könnten die sich nochmal überlegen. Könnten die stornieren. Stornieren. Dann wäre vielleicht die bessere Option. Ja. Doch, deutlich. Ja, aber klar, es wird ja immer zuerst die Location fix gemacht, dann haben sie halt ein Datum und danach wird halt der DJ gebucht. Ansonsten Atlantik, selbe Problem. Dann... Gut, in diesem Fall kann ich mich gar nicht mehr daraus entscheiden, da aufzulegen, sondern die haben mich gecancelt. Okay. Habe ich dir erzählt, ne? Ja. Yeah. Ich darf da nicht mehr auflegen bei Q-Gastro. Ich dachte, das war das Riva. Riva. Achso, die waren... Ich würde auch nicht mehr im Riva auflegen und der Deck 20, da habe ich beide Male aufgelegt und es war beide Male Restriktion wegen Lautstärke und ich habe halt versucht, jedes Mal das Beste für meine Kunden rauszuholen. Genau. Und jetzt habe ich das Verbot da aufzulegen. Dann hast du nochmal alles gegeben, das beste Erlebnis deiner Kunden und dann hast gleich jetzt bin ich Hausverbot da verboten. Gekriegt. Ja. Also ein Hausverbot nicht, ich darf da feiern, aber ich darf da nicht auflegen. Ich darf keine Aufträge mehr annehmen. Ich bin nicht jetzt da schon gebucht, wäre bereits, würden die nicht sagen, die darf es nicht mehr, sondern ich habe da so einen Brief gekriegt, ich darf keine weiteren Aufträge annehmen, die mit denen in Zusammenhang stehen. Was schade ist, weil der Kai-Dinner-Schuppen ist geil. Schade, ne? Ja, aber es ist auch deren einzige geile Location. Aber da war auch das Lautstärke-Problem. Hm. Was war da das Problem? Kai-Dinner-Schuppen war kein Problem. Kein Problem, absolut. Geile Location. Ach so, du meinst. Kann ich empfehlen, aber ich bin da jetzt nicht mehr zugelassen. Ach, das ist ein Verbund. Das ist ein Verbund. Ach so, und dann bist du komplett raus. Bin da komplett raus. Ah, okay. Aber ehrlich gesagt bin ich nur um den Kalt-Dinner-Schuppen. Ja, schade. Weil, Deck 20 und Riva würde ich auch nicht empfehlen zum Feiern. Weil, und die sagen mir auch, an dem Abend selbst, wir sind ein Restaurant und keine Feier-Location. Mhm. Ja.
Ja, aber warum nimmst du deine fucking Hochzeit an? Ja, also im Riva war es ja auch so, der kam zu mir und hat gesagt, ey, du musst Bass rausdrehen. Ey, du musst leiser werden. Ey, du musst Bass rausdrehen. Habe ich halt immer leiser gemacht. Ich dachte, so okay. Und dann irgendwann hat er gesagt, weiß ich nicht, muss ich nochmal aus dem Nachbarraum checken. Ich so, ja, okay, mach das. Dann habe ich hab halt nicht so hart runtergedreht, als dass plötzlich Musik quasi voll leise war, sondern halt immer nur so ein bisschen. Ja, und ich so, ist jetzt so gut? Jetzt gut? Weil ich wollte halt nicht vielleicht zu viel runterdrehen. Dann hätte ich ja wieder für meine Kunden irgendwas verloren, was eigentlich drin gewesen wäre. Ja. Und er wusste es aber nicht so genau. Und dann ist er weggegangen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ja, sehr gut, ist auch gut. Hat er sich schlafen gelegt, er konnte schlafen. Ja, aber anscheinend war es ihm dann ja trotzdem zu laut, weil ich am Ende einen Brief gekriegt habe. Ja, wahrscheinlich. Also, ja. Hä? Also ich habe auch mal in so einer Location aufgelegt, genau, das war auch in einem Hotel gewesen und da fand ich das ein bisschen besser gelöst. Da hat sie einen Freibrief gekriegt, hat gesagt, zweimal Beschwerden von Gästen, die da schlafen, ist okay, beim dritten Mal muss extrem leiser gemacht werden. Also die haben da mehr so ein Bohrensystem. Ist aber auch kacke. Ja, natürlich. Ich finde einfach, da muss eine Dezibelzahl herrschen, die okay ist und wenn du diese Dezibelzahl einhältst, dann ist okay. Ich habe auch schon auf 90 Dezibel gespielt, aber auch die Location würde ich übrigens mittlerweile canceln. Ja, aber dann wären wir schon fast in dem Bereich, was ich jetzt auch verstärkt mitbekomme, dass immer mehr Locations, auch gerade in Wohngebieten oder so, dass sie halt eine fest installierte Anlage installieren, die eingemessen, eingepegelt ist und runtergeregelt wird. Genau, das war bei der Location das, so. Das ist halt dann auch immer schlecht. Ja, da würde ich die auch canceln. Zum Beispiel in der Union Brauerei, da gibt es bei 18er Bässe, die natürlich ordentlich Leistung haben, dachte ich auch heftig. Die ist aber so weit runter geregelt aufgrund des Wohngebietes, dass da gar nichts ankommt. Und dann kannst du spielen, was du willst. Kannst ja Danza Kuduro rausholen oder Sing Halleluja und dann kannst du trotzdem keiner. Wenn die Stimmung nicht da ist, weil einfach zu leise ist, weil zu wenig Bass ist. Also man kann die Seite der Locations natürlich auch vollkommen verstehen. Kann ich nicht verstehen. Ja. Dann sollen die irgendwas anderes machen, außer Hochzeiten. Ja, natürlich. Dann sollen die Abendbetrieb machen oder so. Gastro, Restaurant oder so. Irgendwas, wo man nicht laut sein muss. Ja. Ich kann es ja auch verstehen als Nachbar. Ja, die dann sollen die halt irgendwie auf den Acker gehen oder irgendwie Geld in Isolation investieren oder so, dass man... Aber was ist denn das für eine Party, wenn es laut sein darf? Ja, die bieten halt Eventbetrieb an mit Party, also Partybetrieb. Und zur Party gehört eigentlich ja schon laute Musik und alles. Und schon? Ist dann halt so weit runter geregelt, dass... dass man doch keine Party hat. Ja, genau. Aber da könnte man auch mal Kopfhörerparty anbieten. Hochzeit mit Kopfhörerparty. Ja, von mir aus. Ja. Vielleicht zwei DJs oder drei, aus verschiedene Musik. Kostet ein bisschen. Hast du gleich drei Hochzeit-DJs also bezahlen? Ja, manche bezahlen ja auch eine Band, da sind ja auch mal mehrere dazu, dann kann man auch drei DJs buchen. Ja, ne? Ja. So, Tequila Sunrise, Prost. Sehr gut. Ne, Ex. Nee, danke, ich genieße lieber. Aber ich verstehe diese Kirschen gar nicht. Magst du gar nicht? Wenn kann man diese Kirschen essen? Das ist ja nur Deko. Ne? Also die Ananas? Die Ananas würde ich essen. Ja, komm, ich esse jetzt. Pervers. Oh, jetzt werden die... Rauschmeißer. Ey, das kenne ich normalerweise nur aus Diskotheken, weil das hier Rauschmeißer ist. Scheiße, also ich bin noch nicht mal hier. Ex. Schon nachgeguckt, was wir gleich machen können. Nichts. Gar nichts. Rein rechtlich, oder? Nee, draußen in Bremen geht gar nichts. Das, ja. Ja, vielleicht ist noch irgendeine Bar offen. Naja, auf jeden Fall, vielleicht kann man ja aus dem DJ-Talk irgendwas nehmen. Wir machen erstmal Schluss, ne? Genau. Ciao.